Vielleicht kommen ja auch ein paar hinzu. Das ist der letzte Vortrag für heute von Marco von der Robotron Oracle Ace. Und ich denke, den Rest erzählt er selbst. Ja? Kannst loslegen, Dankeschön. Ja, danke für die Einleitung. Genau, der letzte Vortrag heute. Ne? Ich hoffe, nicht der schlimmste. Ne? Ich gebe mir Mühe. Gut, also Thema, wie gesagt, soll sein Datenbankhärtung mit der Standard Edition, also Standard Edition 2. Ne? Also, ich sage immer kurz SE oder Standard Edition. Wir alle werden wissen, was gemeint ist. Genau, jetzt muss ich jetzt. Genau, kurz zu mir. Wie gesagt, ich bin Oracle Ace. Hauptsächlich Datenbank-Admin oder Architekt. Und wenn ich das nicht bin, dann verbringe ich gerne viel Zeit mit meiner Familie oder in der Natur und auch gerne mit etwas Bewegung. Ne? Hoffentlich dann auch wieder mal irgendwann, so wie auf dem Bild, in fremden Ländern, im Freien, ohne Beschränkung. Ich denke, das werden wir uns alle wünschen. Genau, das so kurz zu mir. Aber ich habe ja nur eine halbe Stunde, daher direkt ins Thema. Kurze Einführung, was bedeutet überhaupt Sicherheit oder Datenbankhärtung? Worum geht es da? Und zwar, Datenbankhärtung, wir haben unsere Datenbank in der Mitte. Und darum gruppieren sich ja eine ganze Menge dubioser Personen. Ja? Zum Beispiel so ein Datenbank-Admin, der muss sich da um dieses ganze Konstrukt kümmern, ist klar. Aber die Datenbank, die läuft ja nicht irgendwo, sondern auf einem Stückchen Server. Wir brauchen da also ein Betriebssystem-Admin. Die Daten wollen wir irgendwo persistieren, also haben wir noch ein Stückchen Storage. Auch da gibt es einen, der sich darum kümmert. Wenn die Daten dort lokal liegen, ist das sehr gut und schön, aber am Ende will man sie irgendwo hin transportieren, also über ein Netzwerk. Da gibt es wieder einen anderen Admin, der sich um diese Belange kümmern muss. Und ganz zum Schluss kommt das dann mal hoffentlich irgendwann bei einem Anwender an, ne, der dann am Ende damit arbeiten muss. Genau, das sind so die Sachen, mit denen man so rechnet. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich noch irgendwelche Leute, die da extern sind und vielleicht böse Absichten hegen und uns da irgendwas kaputt machen, stehlen, was auch immer wollen. Genau, das ist so im Prinzip das Konstrukt, ne, mit dem wir uns da befassen, wo wir die Datenbank und das Ganze drumherum und darin irgendwie sicherer machen wollen. Genau, wir wollen also die Daten vor gewissen Sachen schützen, ne? Zum Beispiel vor ungewollten Zugriffen auf allen Ebenen. Also alles, was ich gerade gezeigt habe, ne? Vom Storage über den Server bis hin zur Datenbank und wenn die dann ausgeliefert werden übers Netzwerk bis zum Client. Ne? Auf dieser ganzen Strecke kann irgendwas passieren, was vielleicht nicht so gewollt ist. Ne? Wie kann das aussehen? Man kann natürlich Sicherheitslücken ausnutzen. Da? Das ist ganz naheliegend. Oder man kann einfach Sachen ausnutzen oder seine Berechtigung ausnutzen, die man halt per se hat. Ne? Entweder durch eine Rolle in der Datenbank, ne? Oder durch Berechtigung im Betriebssystem oder Berechtigung, dass man am Netzwerk was machen darf. Ne? Das Storage-Admin kann halt im Prinzip direkt in das Storage reingucken und sich dort die Daten im Prinzip per Binär anschauen. Ne? Der Netzwerk-Admin kann den Verkehr mitlesen. Und der Datenbank-Administrator hat natürlich per se erstmal quasi alle Rechte in der Datenbank und kann sich dort alle Daten nach Belieben anschauen und natürlich auch verändern. Ne? Das ist ja noch viel schlimmer. Und ja, aus all diesen Möglichkeiten ergeben sich natürlich dann Maßnahmen, die man treffen kann oder muss, um sich davor zu schützen. Ja, was kann man da tun? Ne? In der Standard Edition wird es spannend. Es gibt ja eine ganze Reihe Features, wenn man das im Lizenzguide sich mal anschaut. Wir gehen mal hier mal in Oracle 19 im Lizenzguide, einfach weil es das Long-Term Support Release ist. Die Tabelle mit Security, die sieht da bei Standard Edition total super aus, weil da steht überall ein Nein, alles, was man da halt machen darf. Tja, schlechte Karten für Leute, die Geld sparen wollen mit der Standard Edition Lizenz. Ne? Also gut, halbe Stunde habe ich jetzt nicht ganz gebraucht. Nein, Spaß. Natürlich können wir da trotzdem was machen. Ne? Also es ist ja nicht auf diese Enterprise-Features beschränkt, sondern wir haben eine ganze Reihe Möglichkeiten, auch in der Standard Edition die Datenbank etwas zu härten. Zum Beispiel nochmal die Rollenverteilung. Ne? Die Grafik nochmal ein Stück weit anders. Ne? Wir haben ganz rechts den Betriebssystem und den Storage-Admin. Dort können wir die Daten schützen, indem wir die einfach verschlüsselt ablegen, sodass weder ein Storage-Admin noch einer im Betriebssystem die Files lesen kann. Also der kann die dann zwar lesen,
aber kann mit dem Inhalt nichts anfangen. Das nennt sich dann Transparent Data Encryption und ist leider halt eine kostenpflichtige Option. Ne? Das fällt also schon mal weg. Ne? Der Datenbank-Admin oder auch so ein Account-Administrator hat natürlich vollumfängliche Rechte in der Datenbank oder in den Schemas. Da gäbe es das Feature Database Vault, wo man das abgrenzen kann, dass halt ein Admin oder ein Datenbank-Admin halt nur administrative Tätigkeiten tun kann, also eine Datenbank hoch und runter fahren und sichern und ein Tablespace anlegen vielleicht, aber nicht beliebig in Tabellen lesen kann. Leider auch kostenpflichtig. Aber wir haben natürlich ja noch andere Möglichkeiten. Ne? Also derjenige Benutzer, dem die Daten gehören, der Schema-Administrator, dort kann man natürlich mit dem Least Privilege-Prinzip arbeiten, also nur Berechtigungen vergeben, die tatsächlich gebraucht werden. Und das können wir auf alle Fälle machen. Genauso können wir seit geraumer Zeit den Netzwerkverkehr verschlüsseln. Das war vor ewigen Zeiten mal kostenpflichtig, ist es seit geraumer Zeit halt nicht mehr. Da haben wir also eine Möglichkeit. Und im Prinzip alle, die von extern kommen oder Anwender, da kann man natürlich einfach mit Security-Patches dafür sorgen, dass keine bekannten Lücken offen bleiben, ne, sondern da ein bestmöglicher Schutz entsteht. Genau, fangen wir auch mit dem letzten an, Security-Patches. Die erscheinen bei Oracle halt im Rahmen von diesen Critical Patch Updates vierteljährlich, immer Januar, April, Juli und Oktober. Und natürlich nur für die Produkte, die noch im Support befindlich sind. Ne? Außer der Reihe kann es sein, dass es Security Alerts gibt. Das sind dann im Prinzip Sicherheitslücken, die auftauchen und vielleicht, wo es schon einen Exploit gibt, wo es ausgenutzt werden kann, wo es also wirklich dringend einen Fix geben muss, einen Bugfix, um diese Lücke zu schließen. Ja. Die kommen dann außer der Reihe, werden dann auch von Oracle veröffentlicht und natürlich auch nur für die Produkte, die im Support sich befinden. Für alles, was in der Cloud läuft, ist es so, dass Oracle dort meistens diese Patches evaluiert und dann in dem Rahmen des Change Management dort mit einspielt. Also entweder passiert es dann halt irgendwann und man kriegt eine Benachrichtigung oder man kann sich halt das Zeitfenster aussuchen. Gut, und dann nochmal der Link, wo im Prinzip die ganze Liste von aktuellen Security-Patches und Alerts zu finden ist bei Oracle. Kann man dann jederzeit nachschauen und sich durchhangeln. Gut, ne, die Empfehlung ist natürlich ganz klar, die eingesetzten Produkte auf einer supporteten Version zu halten. Ne? Einfach, damit man dort überhaupt in der Lage ist, Patches einzuspielen. Das hilft jetzt halt nichts, wenn man jetzt noch eine 9208 hat, die vielleicht super stabil läuft, aber für die es halt schon seit Jahren keine Updates mehr gibt. Da ist man dann natürlich hilflos ausgeliefert, wenn dort irgendwas ist. Ne? Und natürlich, wenn Systeme Zugang nach außen haben oder von außen angesprochen werden können, dann entsprechend dort natürlich eine höhere Notwendigkeit, die Patches möglichst zügig und zeitnah einzuspielen. Ne? Bei internen Systemen muss man es halt bewerten, wie groß ist das Gefährdungspotenzial. Ne? Also sagen wir, bei einer Personaldatenbank, ne, wo die ganzen Gehälter drinstehen, ist es vielleicht ganz spannend. Ne? Auch für ein Customer Relation Management System mag es spannend sein. Ne? Muss dann jeder für sich bewerten. Ne? Und alles, was dann gefährdet ist, möglichst zeitnah patchen. Ne? Also im Prinzip alles, kann man ja fast sagen. So, Oracle unterteilt jetzt diese Patches in zwei Auslieferungsvarianten. Einmal diese Critical Patch Updates oder neumodisch Release Update Revisions und auf der anderen Seite Proactive Bundle Patches oder Release Updates in der neueren Nomenklatur. Die unterscheiden sich eigentlich dahingehend nach dem, was sie enthalten. Also die RORs enthalten wirklich nur Fixes für Sicherheitslücken, während die Release Updates zusätzlich auch noch kritische Bugs mit beseitigen. Ja. Das bedeutet, für die Release-Updates muss man vielleicht so ein bisschen die Grundfunktionalität testen, ob sich da vielleicht etwas verändert im Verhalten, ne, weil eben auch Bugfixes mit reinkommen. Bei den Release-Update-Revisions vielleicht nicht, weil dort werden halt wirklich nur Security-Fixes mit eingespielt. Nichtsdestotrotz muss man es trotzdem mit minimalem Testing unterziehen. Aber ganz klar, die bevorzugte Strategie sind die Release-Updates einfach, weil, wie gesagt, dort kommen halt auch noch Fixes mit. Das kann durchaus hilfreich sein. Und zum anderen kommt man dort länger damit hin, weil Release-Update-Revisions gibt es immer nur für die letzten beiden Release-Updates, also maximal für ein halbes Jahr. Da muss man sowieso ein neues Release-Update einspielen,
Also kann man es auch gleich tun. Deswegen ist das die bevorzugte Variante, ne? Wenn wir die Release-Updates benutzen. Gut. So viel zu den Patches. Jetzt, was können wir denn überhaupt innerhalb der Datenbank tun? Da gibt es Profiles und Passwords, also Password Policies. Also sprich irgendein Regelwerk, wo man überhaupt festlegt, wer sich wie anmelden darf. Ne? Genau, dafür sind die Profiles da, um erstmal die Authentifizierung, Passwortkomplexität und so weiter zu regeln. Und gerade für die Passwortkomplexität gibt es eine Funktion, die einen beliebigen Namen haben kann im Sys-Schema. Die kann man sich selber anlegen und die bekommt halt drei Parameter, naheliegenderweise den Benutzernamen, das Passwort, was der Benutzer bekommen soll, also das neue, und das alte Passwort, also sprich das vorhergehende. Und die Funktion gibt einen Boolean-Wert zurück. Das heißt also, entspricht das Passwort meinen Richtlinien, ja oder nein? Und wie man das implementiert, ist einem dann völlig selbst überlassen. Und damit das nicht ganz so traurig ist, dass man das alles selber machen muss, war Oracle so frei, eine Funktion, die da heißt OH12C Verify Function mitzuliefern in diesem Pfad. Und die prüft im Prinzip ab, ob das Passwort eine gewisse Länge hat, also mindestens 8 Zeichen. Die mag einen Buchstaben, eine Zahl und ein Sonderzeichen haben. Und checkt, ob Nutzer ungleich Passwort ist oder ob das Passwort Nutzer oder Nutzernamen und rückwärts und Servernamen und Oracle enthält. Genau, und das muss sich vom alten Passwort um mindestens 3 Stellen unterscheiden. Also entweder es reicht einem diese Prüfung hier oder man kann diese Funktion zumindest als Vorlage benutzen, um sich eine eigene Funktion zu bauen und sein eigenes Regelwerk dazu implementieren. Genau, dann habe ich zwar die Funktion, aber alleine reicht die noch nicht. Ich brauche, um diese Funktion oder diese Richtlinie durchzusetzen, ein Profile oder mindestens ein Profile, was dann wiederum den Benutzern zugeordnet wird. Und auch da hat Oracle ja, zwar das Profil, das Default, soweit angepasst beim Ausliefern, aber es gibt noch dieses UTL-PWD-Management-Skript. Da werden genau diese Funktionen gesetzt. Ne? Also Passwort Lifetime 180 Tage, Passwort Grace Time 7 Tage. Das heißt, wenn das Passwort abgelaufen ist, kann man sich noch 7 Tage lang damit anmelden, bevor der Nutzer dann gesperrt wird. Ne? Dann muss man es halt direkt ändern. Passwort Reuse Time und Reuse Max definiert, wann und nach wie viel Änderungen ich mein Passwort ändern kann. Das lässt Oracle hier auf Unlimited, da kann ich also das beliebig machen. Und ja, Failed Login Attempts heißt 10, sprich, wenn man 10 Mal ein falsches Passwort eingegeben hat, wird der Account erstmal gesperrt, und zwar für einen Tag. Ne? Und ja, wann werden inaktive Accounts gesperrt? Erstmal gar nicht. Ne? Und ganz zum Schluss Password Verify Function. Dort wird dann einfach unsere Funktion hier mit angegeben, die die Komplexität halt checkt. Das ist das, was Oracle so empfiehlt und ich denke damit, das ist zumindest ein guter Startpunkt, mit dem man erstmal ganz gut leben kann. Ja, kann man sich natürlich nach eigenen Guttypen entsprechend damit anpassen. Genau, so für die Passwörter. Da hat sich über die Zeit ein bisschen was geändert. Und zwar werden die Passwörter in der Datenbank immer als Hash abgelegt. Man will das natürlich nicht irgendwo im Klartext haben. Und dieser Hash-Algorithmus hat sich mehrfach geändert durch verschiedene Sicherheitslücken in der Vergangenheit. Und welche Passwortversionen zulässig sind, gibt man zum einen an in dem SQL-Net-Parameter allowed Log-On-Versions Client. Welche Client-Versionen halt mindestens erforderlich ist. Ja? Und dieser Parameter definiert auch, welche Passwort-Hashes in der Datenbank abgelegt werden. Ne? Und zwar ist dann jeweils das kleinere von Allowed Log-On Versions Client und dem Pendant Allowed Log-On Versions Server. Und welche Passwort-Hashes am Ende da sind, kriegt man einfach raus über die DBA-Users. Da gibt es eine Spalte Passwort-Versions. Da steht dann halt entsprechend drin 10G, 11G, 12. Ne? Oder halt nur 12, je nachdem, was halt gesetzt ist. Der Default für beide dieser Parameter ist 11. Heißt, wir können mit allen Clients ab 11.201 uns anmelden. Das ist das Minimum für case-sensitive Passwörter. Darüber hinaus gibt es halt noch 12. Das heißt, ab 12c oder 12.1 ne, oder halt ab 12.03 mit dem entsprechenden CPU. Oder halt 12a, das ist die stärkste Variante.
die sind standardmäßig ab 12, 1 und 2 mit da. Und sollte da irgendwas nicht passen, bekommt man entweder OH 28040. Das bedeutet, der Client ist einfach zu alt und kann das Passwort nicht in der richtigen Version liefern. Oder OH 1017, wenn es jetzt keinen passenden Passwort-Hash gibt. Ne? Also ich komme mit einem alten Client an, aber es ist nur ein neuer Passwort-Hash in der Datenbank drin. So, in der Datenbank selber können wir natürlich auch noch ein paar Sachen einstellen oder für die Datenbank. Und zwar auch im SQLNet erstmal gibt es ein schönes Feature, das Valid Node Checking. Das ist per Definition, also per Default erstmal aus. Das kann man einschalten und dann können die Hosts, die auf die Datenbank zugreifen, gefiltert werden. Und zwar entweder mit einer White oder mit einer Blacklist. Ne? Whitelist ist Invited Nodes und Blacklist halt entsprechend Excluded Nodes, wobei das Invited Nodes immer Vorrang hat. Und das ist im Prinzip eine komma-separierte Liste mit Nodes und mit IP-Adressen, mit Servernamen, was auch immer. Das ist flexibel, auch mit Platzhaltern, welche Netzwerke, welche Subnetze, welche Hosts halt Zugriff haben können. Also wenn man meinetwegen eine riesen Datenbank hat, aber nur 4 Application-Server und alle Verbindungen kommen über den Application-Server, da kann man hier einfach eine Whitelist über Invited Nodes machen, nimmt dort diese 4 Application-Server rein und jeder, der von woanders her versucht, dort eine Verbindung aufzubauen, der wird halt abgelehnt. Eigentlich auch ein ganz hübsches Mittel, um dort ungewollte Zugriffe zu verhindern. Neben dem SQLNet haben wir natürlich in der Datenbank auch noch ein paar Einstellungen. Einmal das case-sensitive Logon. Ja, das ist per Default true und mittlerweile auch abgekündigt. Also es will, denke ich, keiner mehr Passwörter ohne Groß- und Kleinschreibung haben. Und das Max-Failed-Login-Attempts, also die maximale Anzahl fehlgeschlagener Verbindungen über die gleiche Verbindung. Ne? Also man meinetwegen in OCI-Corner stellt eine Connection her, da muss man sich authentifizieren. Und wenn das halt dreimal nicht geklappt hat, kappt die Datenbank die Verbindung an der Stelle. Ja, darüber hinaus, wenn es jetzt mit der Authentifizierung an sich funktioniert, kann natürlich auch sein, dass im Protokoll irgendwas schief geht, dass dort kaputte oder fehlerhafte Pakete über so eine Verbindung geschickt werden als Form eines Angriffs. Und dann gibt es Möglichkeiten, in der Datenbank zu entscheiden, was passiert dann. Ne? Einmal über diese Protocol Error Further Action. Ne? Continue wäre einfach weitermachen. Delay wäre ja, die Ausführung der nächsten Befehle einfach zu verzögern, und zwar um x Sekunden. Oder die Verbindung nach Anzahl x fehlerhafter Pakete einfach wegzuwerfen. Ja, und letzteres ist auch der Default, also sprich, wenn da 3 fehlerhafte Pakete kommen, wird die Verbindung gedroppt. Das ist wenig günstig, denn man kann ja eine neue Verbindung aufbauen und aufs Neue probieren. Also in meinem Ermessen ist das Delay eigentlich eine schönere Variante, weil dann wird der Client einfach ausgebremst und kann dort keinen Denial of Service mehr machen. Dann wird er praktisch bei jedem Versuch muss er halt 3 Sekunden warten, bis er zum nächsten kommen kann oder noch länger, je nachdem, wie man es halt konfiguriert. Also eindeutig schöner. Genau, und weil man ja auch wissen will, warum und wer da was versucht hat, gibt es noch den passenden Parameter, diese Trace-Action. Die passt per Default schon ganz gut. Die ist nämlich auf Trace, sprich, da wird ein sehr detaillierter Log geschrieben. Man kann es halt mit None auch ausschalten oder per Log einen kurzen Eintrag erzeugen. Wie auch immer, genau. Also Default ist Trace, das kann man so lassen. Kriegt detaillierte Informationen dann da über diese fehlerhaften Pakete. Auch noch spannend, dieses Return Server Release Banner. Das ist bei Definition false, das ist auch ganz gut so. Denn man kann zum Beispiel einen OCI-Call, noch bevor man sich authentifiziert hat, die Datenbankversion abrufen. Und wenn dort die detaillierte Version zurückkommt, gibt es natürlich Rückschlüsse darauf, was überhaupt an Sicherheitslücken vielleicht überhaupt noch offen ist. Ne? Wenn ich dort rausfinde, das ist halt eine 19.6, dann sind dort andere Möglichkeiten gegeben als vielleicht mit einer 19.10, ne? Oder 19.11. Also man kann dort Rückschlüsse draus ziehen. Deswegen ist es ganz gut, wenn dort nichts Sinnvolles an den Client zurückübertragen wird, bevor er sich authentifiziert hat. Ne? Oder man kann auch in der SQLNet noch einen File mit so einem eigenen Banner auch zurückgeben. Gut, dann
Thema Privileges und Accounts, ne? Also Least Privilege Principle Thema. Das Least Privilege Principle, das heißt, also wir vergeben nur die Berechtigung innerhalb der Datenbank an andere Nutzer oder Rollen, die auch wirklich für die Arbeit nötig sind. Ne? Also so ein Select Any Table, ist, weil ich halt nie weiß, was alles gemacht wird, ist halt ein schlechtes Beispiel dafür. Und da gibt es ein Feature, das heißt Privilege Analysis. Das ist zwar ein Enterprise-Feature, aber man darf das ja mal 30 Tage testen und muss man es halt wieder wegschmeißen. Also kleines Hintertürchen, um das vielleicht zu benutzen und zur Analyse, was an Berechtigungen gebraucht wird am Ende. Ich habe da auch mal einen Blog-Eintrag geschrieben, der ist hier verlinkt. Ich will es dann hier kurz umreißen, wegen der Knappe der Zeit. Funktioniert im Prinzip so, man erstellt sich so eine Capture-Einstellung, dann startet man das Capturing, dann ab da werden alles Informationen eingesammelt über diese Berechtigungen, die gebraucht werden. Dementsprechend führt man dann die Anwendung aus oder macht halt alles, was man analysieren will, beendet das Capture und dann guckt man sich an, was da rausgekommen ist. Sieht so aus. Hier ein Beispiel, ne? Ich habe gerade gesagt, mit dem Anytable, ich erstelle mir ein Capture und kann dann alles sammeln, entweder nach einer Rolle, nach Bedingungen. Ich habe hier mein Capture, das bekommt einen Namen und eine Beschreibung und sagt, ich will hier alles, was zu einem Kontext passt, einsammeln. Und der Kontext ist halt hier User und Session-User, soll mein Benutzer, also alles von einem bestimmten Nutzer will ich jetzt einsammeln. Dann starte ich das Capture, indem ich es einfach enable. Dann, wie gesagt, wird alles durchgeführt, was ich analysieren möchte. Und dann stoppe ich das ganze Ding wieder. Dann hört das Gesamte auf und im Ergebnis kann ich mir in der DBA Used Privs View anschauen, was jetzt alles gebraucht wurde. Und das sieht dann so aus, ne? Das ist also mein User, den habe ich ja eingesammelt, das Select Any Table Privileg zweimal benutzt hat, ne? Und zwar um Table 01 und Table 02 in dem jeweils anderen Schema zu verwenden. Heißt also, dieses ganze Select Any Table kann ich ersetzen, das kann ich wegnehmen und ich gebe einfach direkt Select-Rechte auf diese beiden Tabellen direkt an den Benutzer. Das wäre die Umsetzung des Least Privilege Prinzips, ja, wo man einfach ausfindet, ja, was braucht man wirklich. Also in meinen Augen, ja, mit dem Hintertürchen EE mal zum Ausprobieren, trotzdem sehr nützlich, falls das jemand nicht genau definieren kann, was wirklich gebraucht wird. Was natürlich auch wichtig ist, damit ich diese Berechtigung überhaupt sinnvoll verteilen kann, ist einfach, dass die Schema-Eigentümer, also dem Benutzer, dem die Tabellen gehören, getrennt wird von den Benutzern, die die Daten am Ende benutzen. Weil derjenige, dem die Tabellen und Objekte generell gehören, der darf ja alles damit machen. Ich kann mir selber keine Berechtigung auf meine Objekte wegnehmen. Ne? Deswegen ein Schema-Eigner und extra Benutzer, und der bekommt dann halt nur die Rechte, die er wirklich braucht. Ne? Da habe ich DDL schon mal verhindert, wenn man es nicht extra grantet, und kann auch mit Select und Insert Update und so weiter halt die feingranular hantieren. Ne? Der Benutzer bekommt dann halt, wie gesagt, nur diese Berechtigung, und damit es vielleicht transparent wird, wenn man das umstellt, so eine Trennung herbeiführt, kann der Applikationsbenutzer natürlich Synonyme bekommen auf die Objekte in dem Schema Owner, in dem Eigentümer, und kann damit im Prinzip den Code transparent weiterverwenden. Genau, ich habe gerade schon gesagt, ne, damit kann man diese in Anführungszeichen versehentlichen DDLs schon mal ganz gut verhindern. Die Steigerung davon, ab 18c gibt es sogenannte passwortlose Benutzer. Das heißt, man hat einen Benutzer, mit dem man sich gar nicht mehr anmelden kann. Ja, das geht dann nur über einen Proxy-User. Hat man noch eine bessere Absicherung dieser ganzen Thematik. Und man kann es vor allem auch besser nachvollziehen, wenn jetzt mehrere Leute an einem Schema irgendwie ändern wollen. Weil die können dann über verschiedene Benutzer sich an dem Schema anmelden. Und man kriegt es am Ende noch raus, wer es war. Sieht so aus. Ne? Wir legen einen Benutzer an, der dann halt hier kein Passwort hat, sondern einfach No Authentication. Der kriegt trotzdem ein Create-Session-Privileg und ein Create-Table zum Testen. Und es gibt einen Benutzer, ich in dem Fall. Ne? Und dem Schema-Benutzer erlaubt man dann, dass ich sich an dem anmelden kann. Und wenn ich jetzt versuche, als MySchema mit irgendeinem Passwort, da kommt natürlich immer der User in dem Passwort, ist logisch, ne? Der hat ja keins. Und ich kann mich nur als ich und dann mit diesen eckigen Klammern an dem Schema anmelden.
Ja, genau, und dann bin ich in der Datenbank auch so, als ob ich an dem Schema angemeldet wäre und kann entsprechend mit diesen Berechtigungen dann dort arbeiten. Auch eine hübsche Sache, die auch in der Standard Edition funktioniert. Und ja, last but not least, oder vorlast, Netzwerkverschlüsselung. Wie gesagt, ich habe es eingangs schon gesagt, war Teil der Enterprise Edition und da der Advanced Security Option, ist es aber halt jetzt nicht mehr und wird über die SQL-Net eingestellt, wahlweise vom Client oder vom Server. Und natürlich in dem jeweiligen Home. Es gibt dort de facto eine ganze Reihe Parameter, die da zusammenspielen, nämlich einmal Encryption und Encryption Type jeweils für Client und Server. Also das ist die reine Verschlüsselung. Und dann gibt es das gleiche oder analoge nochmal für die Integrität, nämlich Crypto-Checksum und Crypto-Checksum-Types. Ne? Einmal will ich es haben und welcher Typ. Ne? Will ich es haben, welcher Typ. Was es dann für Typen gibt, da scheiden sich die Geister. Ich habe es hier mal beispielhaft rausgesucht. In der SQL-Net-Referenz sind eine ganze Reihe Algorithmen aufgelistet. Im Security Guide ist deutlich weniger, warum auch immer. Spannend zu sehen. Spielt aber in erster Linie erstmal keine Rolle, weil wenn man nichts angibt, wird immer das Beste verwendet. Und zwar ist es so, dass diese Parameter vier Werte annehmen können, nämlich rejected, also abgelehnt, accepted, also akzeptiert, ich mache mit, requested, ja, ich würde gerne, wenn es geht, und required, also ich will es haben, sonst tue ich gar nichts. Und daraus ergibt sich dann im Prinzip auch, ob der Netzwerkverkehr verschlüsselt wird oder nicht. Ne? Also wenn einer sagt, ich bin komplett dagegen und der andere sagt, ich will es aber unbedingt haben, die Kombination schließt sich gegenseitig aus, da kommt schlicht keine Verbindung zustande. Ja, wenn einer sagt, er lehnt es kategorisch ab, ne, und der, dem anderen ist es egal, ne, und dann ist die Verschlüsselung aus. Ja, wenn beide sagen, ja, ich würde, wenn es geht, das ist der Default, ne, accepted und accepted, auch dann bekomme ich keine Verschlüsselung, weil beide würden, wenn der andere es will, aber der andere will es halt nicht, egal wie rum. Heißt also, nur wenn einer von beiden requested oder required hat, nur dann bekomme ich eine Netzwerkverschlüsselung zustande. Heißt also, gehen wir mal zurück, heißt also, wenn man eine Netzwerkverschlüsselung erreichen möchte, ist es am sinnvollsten, wenn man das Encryption-Server einfach auf required stellt, weil dann ist sichergestellt, dass der Verkehr auf alle Fälle verschlüsselt wird. Ja. Entweder macht der Client mit, weil er auf Default accepted ist, dann passt es. Ja, also hier, so, accepted. So. Und wenn er dagegen ist, mit rejected, ja, dann darf er halt nicht mitspielen. Wenn sowas ist, dass er nicht mitspielen möchte, dann kommt sowas, nur Common Encryption, nur Data Integrity Algorithm, dann können die sich halt nicht einigen. Ja, keine Verbindung. Vielleicht schon mittlerweile ein bisschen veraltet, aber vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Bei 12.1.02 gab es bei diesem Checksum einen Bug mit den SHA-Algorithmen. Da gab es irgendwie ein Memory Leak mit diesen Algorithmen. Das sind 12.1 und 12.1.02 in der Version gefixt. Das nur am Rande. Bei der neueren Version ist mir da jetzt nichts aufgefallen. Genau, und die letzten zwei Minuten möchte ich noch schnell nutzen für das Security Assessment Tool. Das ist ein extra Tool, was man über MyOracle Support beziehen kann, um seine Datenbanksysteme zu analysieren auf diese ganzen Sicherheitsthematiken. Und zwar funktioniert das im Prinzip dreistufig, ne, einsammeln, Report erzeugen und dann analysieren. Ja, das muss man pro Datenbank oder pro Pluggable-Datenbank ausführen. Und die Zwischenergebnisse werden jeweils in passwortgeschützten ZIPs gespeichert, damit ja keiner da was ausnutzen kann, was in diesen Dateien dann gesammelt wird. Wie gesagt, im MyOracle Support zu beziehen, in dieser Note, Doku noch verlinkt und hier kurz, wie es funktioniert. Also man startet das dann entsprechend mit dem DBSAT Collect und dem Connect, gibt halt das Ziel an. Und zum Auswerten DBSAT Report und muss diese Eingabedatei wieder angeben. Und dann kommen entsprechende Reporter als in verschiedenen Formaten halt raus, die man sich dann anschauen kann.
da wird eine ganze Menge analysiert, der Softwarestand, Security-Optionen, die Accounts, Datenbankeinstellungen und so weiter. Hier mal ein kleines Beispiel, zum Beispiel das Database World wird hier als Hinweis gegeben, ja, man möge es doch bitte einschalten, ne, aus den und den Gründen. Also man sieht hier wirklich, ne, was wurde geprüft, wie ist das Ergebnis, welches Risiko besteht und was ist zu tun und warum. Ne. Hier noch ein Beispiel, wie es aussieht, wenn es schick ist, ne, also keine Benutzer mit Default-Passwörtern, deswegen halt, ne, grün und Pass. Oder halt ein Risiko, dass ich einen Benutzer mit Betriebssystem-Authentifizierung oder Datenbank anmelden kann, ne, großes Risiko, rot. Damit kann man also auch seine Standard Edition Datenbanken checken, ob die den Richtlinien entsprechen. Genau. Was es außerdem noch kann, ist Dateninhalte analysieren. Da gehe ich jetzt bloß mal fix drüber. Das kann man an den Folien. Das ermittelt im Prinzip so sensitive Daten in den Tabellen und gibt dort Hinweise. Gut. Damit bin ich aber ja, just in time am Ende. Und wenn Sie noch Fragen haben, dann fragen Sie bitte sehr gerne jetzt. Ja, die Schweizer sind zurückhaltend. Ja? Ah. Ja, jetzt kommt noch eine. Schön. Welche zusätzlichen Features gibt es in der Enterprise Edition noch ohne zusätzliche Optionen wie Advanced Security verglichen zur SE? Gute Frage. Wie gesagt, das Privilege Analysis, das war mal Teil von irgendeinem Pack und ist dann jetzt rückwirkend standardmäßig mit der EE verfügbar. Ansonsten fällt mir jetzt auf Anhieb gar keins ein. Also, ja, gut, was habe ich getan? Und da noch mal kurz in das Licensing schauen. Production, Virtual Private Database. Ja, das Virtual Private Database könnte noch mit drin sein. Advanced Security Database Encryption ist extra kommen in der Enterprise User Security. Ja, ich denke, so viel ist es am Ende nicht, was da noch fehlt. Ne? Oder dazu kommt viel mehr. Gut. Ja, weitere Fragen? Und auf jeden Fall schon mal ein großes Dankeschön an Marco für den Vortrag und das tolle Timing, perfekt, auf den Punkt. Ich habe extra schnell gesprochen. Ja, und 30 Minuten ist wirklich kurz. Ja, aber danke, dass du die Möglichkeit hatte. Hat mich gefreut. Ja, und der nächste Sukte ist ja dann Anfangs Juni. Da wird die Agenda nächstens veröffentlicht und ich würde dann sagen, dann schließen wir diesen Stream 2 und dann könnt ihr in den Stream 1 gehen für den virtuellen Apero, für ein bisschen entspannen, vielleicht auch ein bisschen Diskussion dann. Ja, gut, dann nochmal danke in die Runde und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, danke.